Drei Dinge, die ich vom Amazon-Gründer und Milliardär Jeff Bezos gelernt habe. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Jeff Bezos, den Gründer von Amazon.com, der eben Milliardär geworden ist und wahrscheinlich den größten Store der Welt, oder nicht wahrscheinlich, sogar den größten Store der Welt aufgebaut hat. Ja, Amazon, jeder kennt es, fast jeder nutzt es, also ihr könnt mal rumfragen, fast jeder hat einen Amazon-Account. Und es gibt ein Buch über den Amazon-Gründer, Mr. Amazon, können wir auch mal verlinken, wo eben genau steht, wie er das Ganze aufgebaut hat und was er letztendlich dann, ja, was er gemacht hat, um das aufzubauen. Und ich möchte euch einfach mal die drei Dinge sagen, die ich von ihm gelernt habe, und dann, könnt ihr auch, oder versteht ihr vielleicht ein bisschen mehr, warum das Unternehmen Amazon so krass geworden ist, ja, um es auch mal auf gut Deutsch zu sagen. Also die erste Sache, die ich von ihm gelernt habe, die eben jedes gute Unternehmen hat, oder jeder Unternehmer weiß, dass man es braucht beim Unternehmen, ist eben, dass Amazon ein krasses USP, oder nicht nur ein, sondern mehrere krasse USPs hat. Ja, was ist ein USP? USP bedeutet Unique Selling Proposition, also ein Alleinstellungsmerkmal, etwas, was euer Produkt, euer System, eure Dienstleistung einzigartig macht. Und Amazon oder der Amazon-Gründer ist eben ja ein Genie darin. Ja, Amazon hat so viele USPs. Also ich fange mal einfach mal an. Zunächst einmal haben sie eine extrem schnelle Lieferzeit. Das haben andere Unternehmen auch, aber Amazon war eines der ersten Unternehmen, und die sind wirklich schnell. Also wer Amazon Prime hat, der weiß, dass die Produkte meistens am nächsten Tag da sind, was ich unglaublich krass finde. Ja, ich finde es fast schon unglaublich, wie schnell die sind mit den Produkten. Und ja, also das ist das erste USP. Dann die Kundenbewertung, ja, das ist die ganz prominent darzustellen. Da waren viele am Anfang, haben gesagt zu Jeff, nee, mach das nicht. Ja, das führt dazu, dass die Kunden auch negative Produkte negativ bewerten, was zu weniger Sales führt. Und er hat gesagt, nein, ich mach's trotzdem. Und letztendlich ist es eines der wichtigsten Features von Amazon geworden, was dazu führt, dass eben die Kunden kaufen. Weil was machst du, bevor du ein Produkt kaufst bei Amazon? Du guckst dir die Kundenbewertung an, das machen fast alle. Und das sind Testimonials, die auf den Produktseiten sind, also Kundenrezensionen, das führt eben zu mehr Trust, ja, und genauso auch bei schlechten Produkten zu Recht dazu, dass sie schlecht bewertet werden, wobei es da auch viel gefaked wird, muss man echt ehrlicherweise sagen, also viel Konkurrenzkampf und so weiter. Ich kenne einige E-Commerce-Shop-Besitzer, die da wirklich, da sind schon zum Teil krasse Sachen, aber das Grundkonzept ist unglaublich, ja, unglaublich. So, dann garantiert Amazon immer günstige Preise. Das ist tatsächlich so. Also die meisten Sachen kriegt man bei Amazon wirklich günstig. Kann man jetzt auch wieder sagen, okay, die machen bei den Shopbesitzern extrem strenge Auflagen und so weiter. Aber die Grundphilosophie stimmt. Das ist ein weiteres USP, was Amazon einzigartig macht. Dann weiß jeder, oder wissen die meisten, dass man bei Amazon fast alles bekommt. Ja, man bekommt wirklich alles. Ja, es gibt fast nichts, was man nicht bekommt. Und all diese Sachen, die schnelle Lieferzeit, die Kundenrezension, die gute Navigation, man bekommt dort alles, ja, man kann das auch wieder zurückschicken, wenn man es nicht gut findet, da stellt sich kaum jemand an, ja, das sorgt eben, das sind alles USPs, die Amazon einzigartig machen, also wirklich Sachen, wie Warren Buffett sagt, die sozusagen dir eine starke Festung schaffen, ein Unternehmen, was nicht angreifbar ist, ja, das ist das Erste, was ich von ihm gelernt habe. Das Zweite, was ich von ihm gelernt habe, ist, er ist innovativ, ja, was natürlich ein wenig einhergeht mit den USPs sozusagen, ja, er hat aber Innovation geschaffen, er hat ein weiteres USP geschaffen, was ich jetzt ganz bewusst eben nicht aufgezählt habe, weil es eben zum Thema Innovation gehört mehr, ist, dass er den One-Click-Kauf-Button eingeführt hat und sich den patentieren lassen hat, ja, er hat also, ich meine auch immer noch, als einziger die Rechte daran, oder Amazon, dass sie wirklich sagen können, okay, du kannst das Produkt mit einem Klick kaufen und niemand anders kann da was gegen sagen, ja. Das ist ein unglaubliches Feature und eine Innovation, genauso wie die Kundenrezension, also die Testimonials. Und viele Dinge, die Amazon als erstes Unternehmen gemacht hat, die eben dazu geführt haben, dass sie, ja, innovativ waren und dadurch einen Wettbewerbsvorteil hatten. Jetzt muss man natürlich aufpassen, ja. Generell bin ich kein Fan davon, ein ganzes Unternehmen auf eine Innovation aufzubauen. Das hat er nicht getan. Ich meine, klar, er hat den ersten großen Büchershop gemacht, aber er hat das ganz gezielt gemacht, weil er sich gesagt hat, okay, das ist ein proven Concept und das baue ich jetzt auf, und an diesem Unternehmen oder in diesem Unternehmen nehme ich
Innovationen vor, die eben dazu führen, dass das Unternehmen so stark wird. Ja? Also versucht, ich bin kein Fan davon zu sagen, okay, das Produkt, das komplette Produkt ist innovativ und wir versuchen jetzt mal sozusagen wie Wissenschaftler etwas Neues auf den Markt zu bringen, weil damit fliegen die meisten auf die Nase. Ja, aber was du schon versuchen kannst, ist zu sagen, okay, ich habe eine Innovation in oder die dazu beiführt, dass in meinem Unternehmen bessere Verkäufe generiert werden oder was auch immer. Ja? Das ist die zweite Sache, die ich von ihm gelernt habe, innovativ zu sein. Und die dritte und letzte Sache ist, er hat einen extremen Fokus auf den Kunden. Jeff Bezos hat immer gesagt, der Kunde ist King. Alles, was zählt, ist, dass der Kunde glücklich ist. Und ich meine, klar, es gibt auch viel Kritik an Amazon. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich bin auch nicht jemand, der mit Scheuklappen durch die Welt läuft. Ja, die gerade auf der anderen Seite, also auf Seite der Vendoren sozusagen, auf Seiten der Mitarbeiter vielleicht sogar, auf Seiten derjenigen, die dort einen Shop haben, da gibt es Kritik. Aber für den Endkunden, und davon rede ich jetzt nur, ich möchte das wirklich mal isoliert betrachten, für den Endkunden gibt es einen extrem guten Support. Ja, sie haben jetzt keine Telefonnummer, aber es wird wirklich Wert auf den Kunden gelegt. Man kann die Produkte zurückschicken, sie sind unglaublich schnell da. Ja, man hat kaum Probleme mit Amazon. Und ich meine, klar, gewisse Kleinigkeiten gibt es immer, wie dass sie jetzt für Unternehmer nicht mehr die Rechnungen einfach mitschicken, was uns auch nicht erfreut. Ja, aber so ist es, die kann man dann einfordern. Auf jeden Fall hat, und das wird jedem bewusst, der das Buch einfach mal liest, hat Jeff Bezos immer einen sehr, sehr starken Fokus auf den Kunden gehabt. Also hat immer gesagt, der Kunde ist King, der Kunde ist alles entscheidend und wir müssen dafür sorgen, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, und das ist die dritte Sache und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der irgendwie mit Amazon oder sich mal mit dem Unternehmen beschäftigen will. Mr. Amazon, das Buch auch nochmal hier in den Beispielen drin. Ja, holt euch das, schaut es euch an und ansonsten, ja, würde ich sagen, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen YouTube-Channel und natürlich schreibt mir eure Meinung unter diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.